So, hallo und herzlich willkommen zurück zu What the Bat. Gemeinsam mit mir, gemeinsam mit der alten Aufnahmemethode, die hoffentlich funktioniert. Sieht gut aus. Bevor wir heute anfangen, erstmal ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Und noch ein paar Infos. Alles. Erstens, Kommentare meinten, ich bin ein bisschen sehr aufgedreht bei VR. Ich hab echt viel Spaß in VR rumzublödeln und es ist irgendwie ein sehr neues Gefühl, wieder in VR aufzunehmen. Ich habe schon echt lange kein VR aufgenommen, deswegen entschuldigt, wenn ich da ein bisschen zu überdreht war. Es hat aber Spaß gemacht, so herumzublödeln, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geblödelt. Ich meine, es war nicht wirklich so eine Beschwerde da, sondern eher so, yo, ist irgendwie bist irgendwie ein bisschen anders beim Aufnehmen? Ja, aber trotzdem. Ansonsten, dort seht ihr ein Video, wie ich bei Minecraft Flucht dabei bin ab heute. Ja, richtig. Viele haben mich gefragt, ob ich mitmachen werde. Die Antwort ist ja, dort. Und dort seht ihr ein Video, wo ich bei Raft, bei Kedos dabei bin, weil der hat ein Raft-Projekt gestartet und da bin ich auch dabei. Ansonsten noch danke für alle Kommentare, hier in der Mitte vielleicht. da waren super viele nette Kommentare, super viele, die sich aber nur über die Videos auch ja, allgemein freuen und auch echt viele, die mir versucht haben, so Tipps zu geben, was es für verschiedene Aufnahmemöglichkeiten gibt. Und alles, aber wir bleiben einfach bei der Methode von der ersten Folge. Ja, wir fangen an zu spielen. Wir sind in Schlagstadt, wir machen Schlagstadt fertig und das danach auch. Heute mal längere Folge, einfach mal gönnen. Offensichtlich spiele ich kein Golf. Und wir sind beim Museum. Da ist das Kino, na, mit den Elefanten, da ist die Polizeistation und unser kleiner Hundi. Da ist der Supermarkt und da ist die Möwe, die auch einen Toast hatte. Süß, es wäre voll cool, wenn ich hier rumlaufen dürfte. Ich verstehe das Konzept von dem Spiel, aber irgendwie will ich mich bewegen dürfen, so die Welt erkunden. Besonders, wenn man so in der Welt steht. Weißt du, ich stehe hier mit meinen Baseballschlägern in so einer Welt rum. Aber scheinbar bin ich dazu verdammt, Bowling zu spielen. Bro? Bitteschön. Oh! Yo, lass Tennis spielen! Oh mein Gott. Okay. Ich weiß nicht, wo er hin ist, aber nochmal. Geh mal her. Ich will... ihr versteht, was ich will, ne? Ich muss zu ihm passen. Und zack. Oh mein Gott. Zombie gewinnt. So. Okay, da hätte ich fast schon gewonnen, ohne zu wollen. Schon wieder. Ja, genau. Pass her, Bro. Ja. Ich liebe es, in VR rumzublödeln, ne? Muss ich nur nochmal sagen. Deswegen wird es immer so sein. Ja, fast. Oh. Oh. Jo, was geht mit dem ab? Aber ich will den da treffen. Warte, ich hab... Der peinlichste Moment meiner VR-Karriere. Hallo? Ja, hast du es gesehen? Erster Versuch. Ich will nichts anderes hören. Ist das ein Schutzschild? Ich will wieder so in die Luft snipen. Ist irgendwie lustig, den so hochzuhauen. Besonders, wenn man überhaupt nicht den richtigen Winkel hat. Oder zu viel Schwung. Jawohl! Ich weiß nicht mehr, was diese Schutzbarriere macht. Ich will aber nur dran vorbei ballern. Also die Idee ist, dass ich da lang baller, aber ich kann ja auch einfach so. Egal, machen wir mal. Huh? Hundi! Hallo! Ist denn mit jedem Level näher gekommen? Willst du Balli? Hier. Balli für dich. Okay, Hundi will nicht Balli. Dann machen wir mal so. Funktioniert das? Bin echt gespannt. Okay, wurde zu langsam. Ich will nur gerade hauen. Warum habe ich so viel Stärke? So. Nein! Wieso springt der immer? Hallo? Ball! Oh mein Gott. Der erste Schlag, der ansatzweise okay aussieht. Okay, probieren wir es mal von der Seite. Nein. Nein. So, ja. Wisst ihr was? Fertig. Du ärgerst mich nie mehr. So. Huch.
Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Setze ich mich hin. So. Ah. Ich und mein bester Freund, der Elefant. Und bei euch so? Einfach so hinsetzen. Ach so, eine Sache, die noch in Zukunft ist. Ich will in Hitman in VR reingucken. Bin ich sehr gespannt, weil VR ist Fitness. Und dann bin ich der Fitman einfach für eine Stunde. Und werde wahrscheinlich komplett fertig sein, bis ich die Mission fertig habe. Bin ich am Ende nur so... Gegner im Erwürgen oder sowas. Das ist ein Basketball. Drei Körbe. Bin ich so gut? Bist du besser? Bist du so der Basketballspieler? Das nehme ich als Nein. Vielleicht so? Es hat funktioniert irgendwie. Aber es ist nicht die Intention. Werde ich hier verarscht? Hallo? Ja, der hüpft da sogar auf dem Korb rum. Ich hab einen. Okay, ich hab das Gefühl raus. Ja, ich hab das Gefühl raus. Ich hab's nicht mehr raus. Ja! Easy! Vielleicht hätte ich einfach nur gegen das Ding schlagen müssen und der wäre runtergefallen gerade. Muss ich fangen? Ja. Okay. Ich bin mit meinem Bro. Da. Ich konnte nicht weiter links. Bin ich dafür, dass du so Kacke wirfst? Bitte schön mittig. Bitte schön mittig. Bro, musst in die Mitte werfen. Dankeschön. Joa, Teamwork. Oh mein Gott, der ist an meinem Kopf angebracht. Jo, komm her. Das ist bescheuert und super. Oh mein Gott. Ja. Hab ich. Und noch einer. Ich will den so fangen. Ich muss so bescheuert aussehen, aber ich hab's geschafft. Dankeschön. Oh. War schon voll invested und wollte noch einen fangen. Graffiti-Schläger. Okay, pst, Bro, okay. Wahrscheinlich kann ich einfach malen, ja. Warte, ich mal hier noch. Warte, hier in der Ecke ist einfacher. Ein Zylinder male ich für euch. So. Damit niemand weiß, wer hier war. Man erkennt auch auf jeden Fall Zylinder. So, komm, das ist eine Trophäe. 1A. Ja, was eine Trophäe. Die habe ich mir verdient. Und das war Level 1? Eine Rakete. Okay. Ein Strich gerade runter. Das ist ein bisschen schwer, gegen so Wände zu malen, weil der Schläger da so klebt, gefühlt. Da. Wir so ganz vorsichtig und auf einmal macht so... Und dann hat er 800 km/h und zieht so eine Linie. Ja! Tschüss. Oh, sogar aus dem Haus raus. Gut gemacht. Das war's. Zwei Sachen malen. Okay, Zeit für mein Erinnerungsfoto. Das letzte habt ihr leider nicht ganz so gesehen. Oh mein Gott. Wie sehen wir aus? Ganz schön fresh. Mach ein Gelegenheitsfoto. Kann ich irgendwie... Warte mal. Oh mein Gott, die Zahl zählt nicht. Der wirft nur einmal. Ich kann es neu starten. Okay, ich kann mir also so einen richtig coolen Counter machen. Je nachdem, wie viel ich davon fange. Okay. Da habe ich ja, glaube ich, nicht so viel von. Ich mach mal bis 9. Oh mein Gott, der wird immer schneller. Okay, das hat sich gelohnt. So, wie machen wir unser Selfie? Oh, das ist der Hundi! Hallo! Ja, wer ist denn ein feiner Hund und wird nicht auf den Boden gedrückt? Komm, lass ein Selfie mit dem Hundi machen. Perfekt! So, ja. Achso, ich muss ja den Knopf hier drauf drücken, ne? Ja, perfekt!
Okay, das hat sich gelohnt. Erstmal wieder. Uah, aufstehen, oh mein Gott, ich auf ein Audi. Ich hab den Fernseher zerschlagen, ja meine Güte. Oh, ich stehe im Tisch. Ein bisschen weit vorne scheinbar. Gar keine Orientierung mehr. Nächstes Kapitel. 1, 2, 3, 4, 5 Level. Und das ist ein Elefant. Hallo. Er sieht normal aus. Ist eine Punkzeit vorbei? Ordnung im Haus. Die Morgenroutine. Ein Gemälde mit Zeug. Ein sehr moderner Bäcker. Unser Teddy ist ein bisschen kaputt. Unser Bro ist da. Guten Morgen. Und das sieht echt normal aus. Das ist ja der normalste Elefant aller normalen Elefanten. Der war sehr stabil. Jo. Mach ich jetzt mit dem Frühstück mal, ne? Jo. Ja, genau. Ich wollte eigentlich hochwerfen und das irgendwie in der Luft zerschlagen, aber... Perfekt. Danke fürs Ei, Mr. Huhn. Oder Mrs. Huhn. Noch ein Toast dazu? Ja. Ist hier irgendwas los in der... Ja, das gibt's immer noch. Vielleicht könnte man das öffnen, aber ich kann mich nicht so weit bewegen. Schade. Toast. Hallo? Okay, ich brauch, ja. Woher soll ich denn wissen, dass da so ein kleines Huhn kommt? Okay, perfekt. Wir haben Huhn und Toast. Haben direkt ein belegtes Brötchen. Und können zur TV-Reparatur. Ich habe mal gerade kurz den Pokal gesehen. Fasst es sich an, wo ich bin? Jo, guck mal, da bin ich mit Doggo. Da bin ich als Baby. Wo ist unser drittes Foto? Wahrscheinlich da hinten. Jo, so repariert mein Fernseher. Gerade überlegt so, was mache ich hier? Ah, jetzt muss ich nur das Signal richtig einstellen. Das ist gut. Hier muss ich nur auf weniger Linie stellen. Tada! Perfektes Signal, Bro. Ist ja trotzdem gruselig, dass der mich einfach nur mein ganzes Leben beobachtet. Ich weiß nicht, warum... meine Hände Strom leiten. Aber ich nehm's mal hin. ich hab fast schon gelöst. Cool. Kann ich nicht immer so lange Arme haben? Die Tassen sind ganz schön feste. Was ist das für ein Gemälde hinter dem? Egal, warte. Bescheuert. Okay, du bist so gut und du musst... so. Okay, über Kreuz. Die Antennen einfach an den Schlägern. Baseball ist die einzige Lösung für alle unsere Probleme. Für dich auch. Hier, Bro. Ich weiß nicht, ob wir unseren Flat-TV von der Wand hauen sollten. Mama wird uns so rauswerfen, ich sag's dir, wenn wir hier weiter so Rabauken sind. Falls wir überhaupt eine Mama haben. Warum bin ich denn kein Elefant? Cool. Musst du mal? Ja, warte kurz, ich... Mal gucken, so ist unsere Badewanne ist geupdatet. Ich komme nicht ran. Ich kann die nicht anmachen. Na gut. Tada! Das sind viele Stellen. Okay, du... komm ich an den da? Warte mal, was? Warum kommt der Wasser bei meinem Schläger raus? Hier, bitteschön. Kannst du duschen. Okay. Was machst du da unten? Aus meinem Kopf, natürlich. Schade, dass der Spiegel nicht geht. Dann... du da? Okay, du machst das. Und was machst der da unten? Ah, ein Loch in die Wand. Okay, wir wollen das da. Dankeschön. Was will ich erreichen? Wahrscheinlich will ich dich so schräg halten, dass du dann in den Ventilator hochsteigst. Okay, warte, wir müssen da eine Hand hin tun und da eine Hand hin tun.
So, dass wir beide alles zumachen. Jawohl. Klo, Spülung bis zur Decke. Oh, ich wollte hinter mich eigentlich gucken. Ah, da bist du ja. Hallo. Ich weiß nicht, was mein Plan ist, aber wir machen einfach mal kaputt. Ich komme da fast nicht ran. Das Spiel ist echt für weite Räume gemacht, nicht für mein Zimmer. Warte mal. Stimmt die Wand? Ja, doch. Okay. Nur ein bisschen scared. Da ist der Pokal. Oh, ach, der hängt im Rohr fest. Ab ins Klo. Jawoll. Dankeschön. Ab ins Greggs Haus. Der Gartenkrieg. Okay. An der frischen Luft. Mal wieder draußen sein. Ja. Okay. Ja, noch ist kein Gartenkrieg. Alles in Ordnung. Oh. Herr Nachbar, Sie haben da einen sehr schönen Pokal. Warte. Tada! Wer kommt da? Wer will Krieg? Okay, ich muss aber ein bisschen Fußball spielen. Sprechen. Tja. Okay, der hat mich nicht getroffen. Ich stehe vor einem Glashaus. Oh mein Gott. Bist du der Rasenmäher Deluxe? Auf den Elefanten! Attacke! Attacke! Ja! Okay. Killer Rasenmäher. Noch ein bisschen Rowdy. Oh mein Gott, er hat auch einen. Nö. Oh mein Gott, da kommt. Oh mein Gott. Da. Nein? Nein? Er bringt mich gleich um. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Ja. Hab ich alle? Ja. Keine Chance, Bro. Nicht gegen die Baseballhand. Wir haben einen Katapult und einen riesigen Baseball. Jawohl, alle Scheiben kaputt gemacht. Er gibt auf! Warte, du bist mein Nachbar? Warum warst du die ganze Zeit in meinem Haus? Da hast du einiges zu erklären, Elefant. Ich mache jetzt erstmal ein Foto. Hallo? Winkst du mir oder holst du irgendwas aus deinem Baum raus? Ich weiß es nicht. Yo, wie insane die Stadt hier hinten modelliert ist. Crazy, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Die sind selber schuld, dass sie mich dahin platziert haben. Warte mal, Katze, fahren wir da rüber. Oh, ich kann da was malen. Ich weiß nicht, was ich hier mal. Aber die Katze hat Spaß. Ich will meinen Elefanten-Bro eigentlich mit auf dem Bild haben. Und die Katze. Guck mal so ganz crazy nach oben, warte. Lass mal schauen, dass alles drauf ist. Dann so, kommst du. Jawohl! Fixing the Home Achievement. Ja, wir haben es geschafft. Pow! Ein weiteres Foto für unsere Sammlung. Und es gibt natürlich noch eine Welt. Zurück nach Schlagstadt. Ja, Schlagstadt hat richtig viele coole Level gehabt. Dann würde ich sagen, liebe Leute, beim nächsten Mal machen wir nochmal Schlagstadt. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber so ein, zwei Folgen werden es bestimmt noch. Beim nächsten Mal, kleiner Teaser natürlich, kaufen wir uns einen Hotdog. Ihr habt mir erklärt, dass das ein Hotdog ist. Ich habe das Level schon geschafft. Ah, beim nächsten Mal haben wir Probleme, einen Hotdog zu kaufen. Für dich, Herr Nachbar? Ich weiß es nicht. Was sind überhaupt die Lebewesen in dieser Stadt? Ich habe noch keinen einzigen Menschen außer mir gesehen. Oder? Wieso bin ich hier? Wieso mehr beim nächsten Mal? Bis dann. Euer Zimmelmann.